Das Ende von Attack on Titan ist hier und Hajime Isayama hat damit eins der kontroversen Enden in Anime-History geschaffen. Die Conclusion des Charakters Eren Jaeger spaltet die Community und lässt einen mit der Frage zurück, haben wir Eren Jaeger überhaupt jemals verstehen können? Doch heute klären wir auf, was Freiheit für Eren Jaeger bedeutet, wie Mikasa den ewigen Fluch der Titanen endgültig brechen konnte, warum Armin dazu in der Lage war, Sieg umzustimmen und wer das Kind ist, was Jahre später den Baum wiederfindet, an dem Eren vergraben liegt. Nachdem Eren lange Zeit so wirkte, als hätte er einen Plan und die Züge der Story selbst in die Hand genommen hat, haben wir in seinem letzten Moment einen mentalen Zusammenbruch erleben können. Förmlich als würde Armin für den Zuschauer sprechen, sagt er hier, dass Eren armselig sei. Auch den Schlag, den Eren damals an Armin verteilte, bekommt er hier zurück. Der Moment, in dem Eren am Boden liegt und anfängt zu weinen, weil er Mikasa nie wieder sehen wird, ist der Moment, der die Community komplett gespalten hat. Eren sei nicht mehr Eren und Isayama-Sensei soll eine 180-Grad-Drehung für sein Ende gemacht haben. Doch wenn man ehrlich ist, ist dieser Moment hier der ehrlichste Moment von Eren in der gesamten Serie. Der Junge von einst, der versprochen hat, jeden Einzelnen auszurotten, machte sein Versprechen wahr und brach nun zusammen, da er wusste, dass er sterben wird. Dieses Gespräch zwischen ihm und Armin fand vor dem großen Kampf statt. Noch bevor Eren von Mikasa aufgehalten wurde, wusste er, dass er sterben würde. Und das Realisieren von diesem Fakt, nachdem er sich immer wieder und wieder unermüdlich angepeitscht hatte, trifft ihn. Es trifft ihn sehr hart, so wie es vermutlich jeden treffen würde. Und dieser Moment definiert für mich nochmal, warum Eren ein so genialer Charakter ist. Denn das, was Eren Jaeger als Charakter perfekt macht, ist, dass er nicht perfekt ist. Über die Jahre ist er als Mensch immer weiter gewachsen, doch sein Wesen blieb immer gleich. Nur wollten wir Zuschauer unbedingt, dass er sich ändert. Selbst Mikasa sprach darüber, dass sie alle dachten, dass Eren anders wäre, doch tief im Inneren wussten sie alle, dass Eren immer noch der gleiche war. Um zu verstehen, warum dieser Zusammenbruch die einzig mögliche Conclusion für die Serie ist, müssen wir erstmal verstehen, wer Eren Jaeger eigentlich ist. Eren war ein Junge, dem langweilig war. Immer wieder und wieder waren riesige Mauern vor ihm. Als er dann von Armin erfahren hat, was es dort draußen alles zu entdecken gibt, änderte sich etwas tief in ihm drinne. Nicht, weil er wie Armin unbedingt Wüsten, Eisfelder und Vulkane sehen wollte, weil es ihn interessiert hat, sondern weil ihm bewusst wurde, dass ihm die Freiheit genommen wurde, überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, diese zu sehen. Als Eren damit also etwas bekommen hat, für das er kämpfen konnte, änderte sich auch sein Charakter. Beziehungsweise erwachte sein Charakter. Auf diesem Weg peitscht er sich immer weiter nach vorne, bis er eben alles verloren hat. Von da an wollte er jeden einzelnen von ihnen ausrotten. Er machte immer weiter und weiter, was ihn nur dazu führte, erneut seinem absoluten tragischen Schicksal entgegenzutreten. Doch er erlebte ein Hoch damit, dass er zu einem Titan wurde. Er war damit etwas Besonderes. Mit diesen Kräften konnte er seinen Traum, alle Titanen auszurotten, nun wirklich erreichen. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte war für Eren die Welt auch in Schwarz und Weiß aufgeteilt. Seine Leute waren die Guten und alle, die sich gegen sie stellen, die Bösen. Denn das Einzige, was Eren wollte, war seine Freiheit. Ein Traum, der zu diesem Zeitpunkt für Eren gar nicht mit negativen Gefühlen verbunden sein kann, was für seine Psyche im Umkehrschluss bedeutet hat, dass er auf jeden Fall für die gute Sache gekämpft hat. Schnell merkte er aber, dass seine Freunde sich als Feinde herausstellten. Damit brach eine Welt für ihn zusammen. Denn für ihn konnte es nicht eine Person geben, die gut ist, aber Böses tut. Also genau das, wofür er sich später bei Ramsay entschuldigt, weil er genau das geworden ist. Trotz seiner übermenschlichen Kräfte kam es immer wieder dazu, dass es nicht genug war und Eren immer wieder und wieder verlieren musste, Rückschläge erlebt hat und irgendwann komplett zusammengebrochen ist. Doch egal, was er durchstehen musste, am Ende der Reise, jenseits des Meeres, liegt doch immer noch seine Freiheit. Wenn sie nur erfahren würden, was im Keller ist, dann wird sich alles schon irgendwie zum Besseren wenden. Doch ein euphorischer Moment der Serie, in der wir das Geheimnis des Kellers endlich lüften, wurde davon überschattet, dass Eren noch viel weiter sah als alle anderen. Durch das Küssen von Isodias Hand konnte er mit dem königlichen Blut die Zukunft sehen. Eren konnte sehen, dass nicht sein Vater alles in die Wege geleitet hat, sondern er selbst der Auslöser für alles war. Er hat seinem Vater den letzten Push gegeben, um die Koordinate zu erlangen, damit die Vergangenheit so bleibt, wie sie ist, um die Zukunft zu ebnen, die er sehen konnte. Das, was Eren hier, also noch vor der Final Season, sehen konnte, war, wie er als Kind über den Wolken den größten Moment der Freiheit erlebte. Das konnte er sehen, weil sein zukünftiges Ich diese Erinnerung an Grisha mit Hilfe der Titankräfte schickte und dadurch auch seinem vergangenen Ich Zugang dazu gab. Eren konnte also durch seinen Vater die Zukunft von sich selbst sehen. Doch alles, was darüber hinaus passiert, konnte er nicht sehen.
Der Eren, der das Meer also erblickte, hatte eine andere Reaktion als Armin und Mikasa. Er konnte keine Freude empfinden, weil er verstand, dass alles, was er gesehen hat, was passieren wird, eben passieren muss. Außerdem spiegelte das Meer keine Freiheit mehr wider. Das Meer symbolisierte alles, was vor ihm steht. Er stand für all diejenigen, die noch nichts davon wissen, von Eren ausgerottet zu werden. Dadurch verstand er, dass diejenigen vor ihm das gleiche Schicksal wie er selbst erleiden werden. Was wir am Ende der Serie sehen, da Armin und Eren erst im Meer stehen und dann vor der kompletten Zerstörung. So Freunde, bevor es mit dem Deep Talk weitergeht, kommen wir kurz zum Sponsor des Videos. Eine kleine Erfrischung für euch, nämlich Uwo. Uwo ist das erste originelle Anime-Drink-Projekt in Deutschland. Das Ganze ist 100% natürlich vegan und glutenfrei und das Wichtigste, es ist der Anime-Drink von Weebs für Weebs und ich habe extra gewartet, bis wir in Japan sind, um das Ganze hier zu probieren für die Full Experience. Okay, erster Geschmack, Sparkling Blueberry von Juvia. Schmeckt mir schon, ich bin nicht der allergrößte Fan von Blaubeeren, aber ich glaube Leute, die das feiern, werden es auf jeden Fall mögen. Wovon ich aber ein Fan bin, ist Sparkling Lemon von Wendy. Zitronen-Fan bin ich immer, besser als Pfirsich. Der schmeckt schon viel, viel fruchtiger. Der gefällt mir richtig gut. Und als letztes haben wir Spolkringere Peach von Erina Summer. Wow, das ist auch wieder sehr fruchtig. Ich muss sagen, ich war mein ganzes Leben lang Team Zitrone, aber ich finde, bei dem gefällt mir sogar Pfirsich mehr als Zitrone. Das passiert echt nie, aber Pfirsich ist hier einfach mein Favorit. Vielleicht liegt es auch an der Waifu, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist der Geschmack. Ich hoffe, es ist nicht die Waifu. Vielleicht wurde ich manipuliert. Das Coole an Uwo ist, dass jeder Geschmack literally seine eigene Waifu hat. Es ist quasi das Waifu Drinks Cinematic Universe. Also ihr werdet noch mehr verschiedene Waifus sehen. Vielleicht ist der Geschmack von euch der Favorite, aber vielleicht wollt ihr auch das Ganze nur trinken, weil ihr die Waifu toll findet. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Außerdem wird sehr auf die Nachhaltigkeit geachtet. Die laserbedruckten Aluminiumdosen sind zu 100% recycelbar. Glaubt mir Leute, die Qualität ist da auf jeden Fall am Stahl. Uwo ist kein 0815 Getränk. Checkt auf jeden Fall den Link in meiner Videobeschreibung ab und nutzt den Code Ruffy für 5% Rabatt. Ich wünsche dabei jeden Spaß beim Bestellen und beim Probieren von Uwo. Eren sagte zu Armin in den Faden, dass er alles gleichermaßen wahrnimmt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deshalb betont Attack on Titan als Serie auch immer wieder, dass es egal ist, wo es gestartet ist. Ob mit dem Tod von Erens Mutter, dem Schicksal der Alien-Kinder in Mali oder mit Yimit, die den Stall der Schweine offen gelassen hat. Im übertragenen Sinne spielt es keine Rolle, weil der ewige Konflikt des Hasses nie gebrochen werden kann, wenn wir uns als Menschen immer wieder die Frage stellen, wer angefangen hat. Der Grund, warum wir uns nicht verstehen, ist, weil wir uns nicht verstehen wollen. Denn das aufrichtige Verständnis für sein Gegenüber aufzubringen, bringt uns dadurch, Freunde zu werden. Doch dieser Schritt ist sehr schwer als Mensch zu gehen. Genau das spiegelt Reiner und Erens Gespräch wider. Die Kräfte, von denen Eren glaubte, dass sie seine Ketten der Hilflosigkeit lösen würden und ihm Freiheit schenken, waren schlussendlich das, was ihn angekettet haben und alles nahmen. Eren wurde von seiner eigenen Freiheit verschlungen. Zu wissen, dass das, was passiert, nicht verändert werden kann, ist eine Hölle, die Eren ganz alleine durchleben musste. Immer wieder wollte er zusammenbrechen, was Saschas Tod wunderbar wiedergibt. Doch er machte das, was er immer getan hat, immer weiter vorangehen. Und auf dieser Reise konnten wir immer wieder sehen, dass er sich selbst pushen musste. Das, was in Staffel 1 noch anders war, war, dass Eren kämpfte. Er kämpfte immer weiter, denn ihm blieb nichts anderes übrig und sein Feind war immer nur der Feind. Doch der Reveal, dass Titanen eigentlich Menschen sind, ist nicht nur genial für die Geschichte an sich, sondern auch im übertragenen Sinne. Die Titanen stehen für einen Feind, der gegen sie kämpft, ohne einen Grund dafür zu haben. Durch den Menschen-Reveal werden sie im wahrsten Sinne des Wortes vermenschlicht und zeigen uns, dass sie nur um ihr Überleben gekämpft haben. Eben genau das, was Eren jenseits des Meeres verstand. Er verstand, dass es genauso wie innerhalb der Mauern gute und böse Menschen gibt. Und er wusste, dass selbst die bösen Menschen immer einen Hintergrund haben. Er konnte sich also nicht mehr wie vorher voranpeitschen, weil er nun nicht mehr blind war und verstand, dass sein sogenannter Feind auch nur das tut, was er für richtig hält. Genauso wie die Titanen, die nicht nur einfach böse Titanen waren, waren auch die Menschen nicht Feinde, sondern Menschen, die ebenfalls um ihr Überleben kämpften. Schlussendlich konnte Eren Reiner vollkommen verstehen und sagte, dass sie gleich sind. Dieser Dialog ist einer der besten der gesamten Serie, weil sich die Definition des Satzes immer wieder ändert, sobald wir in der Story voranschreiten. Erst denken wir, Eren meint mit dem Satz, dass er und Reiner gleich sind, dass er sich hier einfach für seine Mutter rächen wird. Genauso wie Reiner sich an Elia gerecht hat, weil ihm das Mali-Volk genau das beigebracht hat. Später verstehen wir, dass sie wissen, dass ihr Angriff auf egoistischen Zielen beruht. Reiner, um ein Held zu werden und Eren für seine Freiheit. Und zum Schluss erkennen wir die wahre Bedeutung.
Wir verstehen, dass Eren verstand, dass sie gleich sind, weil er, genauso wie Reiner, Ramsay damals gerettet hat, obwohl er wusste, dass er ihn später umbringen würde. Eben wie Reiner, der sein Leben für seine Freunde aufs Spiel setzte, obwohl er wusste, dass er sie später verraten würde. Eren wusste, dass jenseits des Meeres auch gute Menschen sind. Doch trotzdem kämpfte er weiter für seine Freiheit und opferte die der anderen. Als Kind war diese Aussage noch anders, denn die Leute, die seine Freiheit bedrohten, umzubringen, war einfach, da es in der Welt des jungen Eren nur Gut und Böse gab. Nun als Erwachsener wusste Eren, dass jeder Mensch einen Grund hat, warum er so ist, wie er ist. Und Leute, die seine Freiheit bedrohen, umzubringen, würde damit bedeuten, die Freiheit anderer zu nehmen und damit Unschuldige zu opfern. Eren sagte zu Armin, dass er auch ohne die Zukunftsvision das Rumbling ausgelöst hätte. Er sagt hier, dass er es getan hat, weil es sich so anfühlte, als müsste er es tun. Zuallererst, Eren weiß hier ganz genau, dass das, was er hier getan hat, nicht richtig war. Auch wenn es für Parari und seinen Freunden keinen anderen Ausweg gab, war es nicht der richtige Weg. Und Eren weiß, dass er nur aus purem Egoismus gehandelt hat. Das wird auch dadurch gestützt, dass er sich von Armin und Mikasa abgewendet hat. Denn er wusste, wie groß die Schuld sein würde, die auf ihn nach dem Rumbling lasten würde. Und deswegen wollte er seine Freunde davon fernhalten. Wir sehen doch, wie Eren sich immer wieder und wieder pushen muss, um weiterzumachen. Und zu guter Letzt sehen wir, dass Eren wieder ein Kind wird. Doch warum? Weil die Schuld so sehr seine Psyche belastet hat, dass er keine andere Wahl hatte, als wieder ein Kind zu werden. Ein Kind, was frei von jeglicher Schuld ist und sich nicht darum kümmert, ob er für seinen Traum, eben seiner Freiheit, andere Menschen opfert. Es geht nicht darum zu sagen, dass Eren keine Wahl hatte oder richtig gehandelt hat, weil er wieder ein Kind war. Es geht darum, dass die psychische Belastung, das zu tun, was er sich immer gewünscht hatte, obwohl er weiß, dass es falsch ist, so stark auf ihn lastete, dass er wieder zu einem Kind werden musste, um seine Psyche zu beschützen. Er konnte Hime erreichen und ihre Kräfte nutzen, weil er genauso war wie sie. Das, was Eren zu Hime sagte, passt auch perfekt auf ihn selbst. Deshalb auch immer wieder die Betonung von an dich in 2000 Jahren in der Zukunft und andersherum. Eren sagte zu Hime, du bist keine Sklavin, du bist keine Göttin. Du bist nur ein normaler Mensch. Ja, Eren machte seine Freunde zu den Helden dieser Welt, um ihnen einen Weg zu ebnen, Frieden und damit Freiheit zu erlangen. Eren gab der Welt den Ausweg, es auszudiskutieren. So wie alle Charaktere eben bald verstanden haben, dass sie noch nie einfach mal über alles geredet haben. Mit dem Ausmerzen der Welt war diese Möglichkeit nun gegeben, da die Welt nicht bereit war für einen erneuten Krieg. Und Armin soll derjenige sein, der die Mauern verlässt. Dies war Erens letzter Satz zu seinem besten Freund. Die Charaktere sind hier zwar schon längst jenseits der Mauern, doch das, was Eren am Ende meinte, war das, worüber Saschas Vater geredet hatte. Die Kinder müssen den Wald verlassen. Die Mauern oder der Wald. Welche Formulierung ist eigentlich egal. Beide stehen für den Hass, der sich in den Menschen festigt. Und solange man in ihm gefangen ist, kann man nicht miteinander Frieden schließen. Die Geschichte von Eren ist nicht die von einem Helden, der alles besser wusste oder der sich für alle opferte. Seine Geschichte ist ein Dilemma eines kleinen Jungen, der nicht anders konnte, als frei zu sein, weil es sein Wesen war und sich auf diesem Weg dorthin komplett verloren hat. Auch wenn er sich am Ende dazu entschieden hat, seine Freunde zu den Helden der Welt zu machen, macht ihn das selber nicht zu einem tragischen Helden. Isayama möchte hier ganz klar ein Dilemma mit dem Charakter aufwerfen. Eren suchte auch vorher nach einem Ausweg und fragte deshalb Mikasa vor seinem Angriff auf Marley, was er für sie ist. Er kannte die Zukunft, wusste also, was sie sagen würde, doch suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Hätte Mikasa ihm einen gegeben und damit die Zukunft verändert, hätte sich eventuell alles ändern können. Was wir auch in einer Vision von Mikasa kurz vor dem Ende sehen konnten. Dieser kleine Satz war eine weitere Szene, um zu etablieren, dass Eren trotz allem im Zwiespalt war. Auch wenn er glaubte, dass das Rumbling das ist, was er tun wollte, suchte er dennoch nach einem Ausweg. Doch da Mikasa nichts sagte, zeigt es ihm nur erneut auf, dass die Zukunft, die er gesehen hat, in Stein gemeißelt ist. Die gesamte Geschichte von Attack on Titan beschäftigt sich mit der Frage, wie viel freien Willen wir wirklich haben und wie viel in einem Menschen durch seine Natur hervorbestimmt ist. Dies schützt auch der Konflikt der Brüder Sieg und Eren. Zwei Brüder, die vom gleichen Vater aufgezogen worden sind. Sieg steht für die These, dass wir Menschen kein Wesen haben, was in Stein gemeißelt ist, sondern die Umwelt, eben andere Menschen, uns so sehr beeinflussen, dass wir irgendwann zu dem geworden sind, was wir heute sind. Sieg gibt seinem Vater Schuld an allem, was passiert ist. Sein ganzes Leid basiert nur darauf, dass sein Vater ihm alles aufgeschultert hat. Deshalb war er auch so besessen davon, mit Hilfe von Yimes Kräften das Eldie-Erfolg auszurotten, indem sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Wenn es nämlich keine neuen Kinder gibt, dann gibt es auch keine neuen Eltern, die die
Zukunft ihrer Kinder mit ihrem Einfluss ins Verderben stürzen können. Dieser Zorn gegenüber seinem Vater ist auch der Grund, warum Sieg Eren unbedingt helfen wollte. Er dachte, dass Eren genauso wie er von ihrem Vater manipuliert wurde. Und wenn er Eren retten würde, dann hätte er im Umkehrschluss auch sein damaliges Ich gerettet. Doch durch seine Reise mit Eren in Grishas Erinnerungen konnte er erkennen, dass er mit allem falsch lag. Sein gesamtes Leben war eine riesengroße Lüge. Nicht Grisha, sondern Eren steckte hinter allem. Die stellt seine Weltanschauung komplett auf den Kopf. Eren ist nicht so, wie er ist wegen der Erziehung seines Vaters, sondern weil er schon von seiner Geburt an genauso gewesen ist. Viel schlimmer noch erkannte Sieg, dass sein Vater kein bösartiger Mann war, sondern genauso wie er ein Mann, der immer davon überzeugt war, das Richtige zu tun. Obwohl beiden tief im Inneren klar war, dass sie es nur für sich selbst machen. Sieg, um sein Kindheitstrauma irgendwie zu überwinden, weil in ihm tief drin der Traum von einem glücklichen Familienleben schlummerte. Was nochmal damit betont wird, dass Sieg, um seinen Traum zu erreichen, die Eldia auszulöschen, Falco opferte und damit das glückliche Leben der Familie Grice zerstörte. Er opferte die Freiheit anderer Menschen für seine eigene. Und Grisha, weil er nie über seinen Zorn hinwegkommen konnte, als er damals seine Schwester verloren hatte. Auf diesem Weg opferte er die Freiheit von Sieg für seine eigene. Weil Sieg am Ende der Geschichte dies alles klar geworden ist, konnte Armin ihn auch erreichen. Wir als Menschen sind extrem komplexe Wesen. Irgendwo denken wir alle, wir sind etwas Besonderes. Weil wir das denken, kommt es überhaupt erst zu einem Streit. Denn wie kann es sein, dass jemand anderes meint, mit mir zu streiten? Ich habe so viele harte Dinge hinter mir. Keiner hat das Recht, mein Leben in Frage zu stellen. Weil wir selber alle denken, dass wir so besonders sind, kommen wir gar nicht auf den Gedanken, dass unser Gegenüber genauso sein könnte. Weil wir uns für so besonders halten und immer größer denken, sehen wir nicht das, was vor uns ist. Warum muss es denn immer ein großes Ziel sein, was wir erreichen müssen? Warum können wir nicht genauso die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen? Wie das einfache Wettrennen mit unseren Freunden, ein schöner Moment mit einem Tier oder das einfache Fangen eines Baseballs. Wer sagt denn, dass wir nicht für genau diese Momente geboren sind? Denn wenn wir ehrlich sind diese kleinen Momente die, die uns mit dem meisten Glück erfüllen. Armin konnte sie klar machen, dass er schon immer wusste, was wirklich wichtig ist, doch dies auf seinen Weg aus den Augen verloren hat. Dieser Moment in Attack on Titan ist absolut ehrlich und wenn wir den Gedanken zulassen, dass Anime-Charaktere nicht Überwesen sind, die alles besser wissen und moralisch immer korrekt handeln, sondern eher wie echt Menschen sind, die sich auch mal irren können, dann merken wir, wie stark dieser einfache Dialog geschrieben ist. Auf der anderen Seite haben wir Eren, der immer gleich war, seit er geboren wurde und sein Vater ihm sagte, dass er frei ist. Was Isayama mit den Konflikten innerhalb der Serie macht, ist es nicht, Antworten zu liefern. Er stellt Fragen auf. Deshalb ist Erens letzter Dialog auch so vage geschrieben und gibt keine klare Antwort. Er weiß nicht, warum er das alles getan hat. Ich verstehe, dass man die Motivation eines Charakters verstehen muss, um eine glaubhafte Story haben zu können. Jedoch denke ich, dass man nicht immer alles logisch erklären muss. Gerade weil Attack on Titan eine Serie ist, die sich sehr mit der menschlichen Psyche beschäftigt und wir als Menschen schlichtweg nicht immer rational und logisch handeln. Bei Eren geht es um das Dilemma des freien Willens. Es stellt sich die Frage, ob wir diesen überhaupt besitzen, denn das war ja genau das, woran Eren immer geglaubt hat. Doch mit der Zukunft, die er gesehen hatte, änderte sich alles, da er nicht nur sah, was er alles tun würde und dies dann auch genauso passierte, nein, in ihm war auch das Gefühl, dass selbst wenn er die Zukunft nicht gesehen hätte, hätte er das Rumbling dennoch ausgelöst, weil sein Wesen, eben seine Natur, immer danach strebte, frei zu sein. Der Fakt, dass Eren seine Freunde retten wollte, kam erst später dazu. Das Rumbling wurde nur aus dem Grund ausgelöst, dass Eren frei sein wollte, auch wenn er dafür alle anderen opferte. Erst später sah er, dass Mikasa etwas tun würde, um den Fluch der Titanen endlich zu brechen und daraufhin änderte er seinen Plan. Mikasa konnte den Fluch von Hime schlussendlich brechen, da obwohl Eren sich wünschte, dass sie den Schal ablegt und ihn vergisst, Mikasa sich weigerte, ihn zu vergessen. Sie lehnte sich gegen ihn auf und liebte ihn weiter. Deshalb war sie stark genug, ihm am Ende aufzuhalten und konnte so Hime aufzeigen, was sie selbst mit König Fritz nicht schaffen konnte. Mikasa war keine Sklavin wegen ihrem Ackermannblut, wegen ihrer Liebe zu Eren oder wegen dieser Welt. Sie entschied sich selber dazu, alles zu beenden. So konnte sie Himes ewigen Fluch brechen und auch die Titanen aus der Welt schaffen. Und natürlich ist die Liebe, die Hime für König Fritz hatte, eine, die nicht richtig ist. Denn das ist der Punkt. Hime hatte nichts im Leben, was dazu führte, dass sie sich an das bisschen klammerte, was sie hatte. Deshalb ließ sie Eren auch ihre Kräfte benutzen, weil er sie zum allerersten Mal in 2000 Jahren als Mensch wahrgenommen hat. Und durch Mikasa konnte sie endgültig verstehen, dass Menschen noch einen freien Willen haben, da Mikasa sich gegen Eren auflehnte und den Schal umlegte, weil sie ihn nicht vergessen wollte.
Es geht darum, dass Mikasa trotz der Worte von Eren diesen auf ihre Art und Weise im Herzen behält und so am Ende es schafft, ihn umzubringen. Ich glaube, das, was dazu führte, dass Eren die Zukunft nicht ändern konnte, war der starke Glaube daran, dass es einfach nicht geht. Das Gefühl, dass er die Zukunft nicht ändern kann und dass alles so ist, wie es passieren muss. Deshalb hat er auch Dina Fritz zu seiner Mutter gelenkt, weil er wusste, dass Berthold überleben musste und er nicht wusste, was er tun sollte, da Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in seinem Kopf eins geworden ist. Die Szene, in der Eren Mikasa fragt, was er für sie ist, wurde sehr oft gehighlightet. Vielleicht um zu sagen, wer weiß. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Mikasa Eren eine andere Antwort gegeben hätte. Vielleicht hätte sich die Zukunft dann doch noch geändert. Dass Mikasa am Ende ihren eigenen Willen nachgeht, ist für mich ein kleines Zeichen dafür, dass es möglich gewesen wäre. Doch für Eren, der sich auf den Weg komplett verloren hat, war dies keine Option mehr. Eren hatte immer was für Mikasa übrig, das haben unzählige Szenen gezeigt. Doch er ließ dieses Gefühl nie zu, weil er im Rausch war. Er war im Rausch, seine Freiheit zu erreichen. So wie Kenny sagte, jeder lässt sich von etwas berauschen. Kenny wollte sein ganzes Leben lang ein guter Mensch werden, aber wusste nicht wie. Er folgte Uri, weil er dachte, wenn er die Titankräfte bekommen würde und somit der Stärkste werden würde, könnte er endlich Gnade aufbringen für die anderen Menschen. Doch erst am Ende seines Lebens hat er verstanden, dass die kleinen Dinge viel wichtiger sind und er konnte Levi das Titanserum geben und damit in seinem letzten Moment eine gute Sache für einen Menschen tun, weil er es aufrichtig wollte. Kenny berauscht sich und hat seinen Weg verloren. Und erst am Ende, als es schon zu spät war, hat er es verstanden, was wirklich wichtig war. Genauso ging es Eren. Er dachte, nach Freiheit zu kämpfen wäre der Sinn seines Lebens. Er dachte, seiner Natur als Menschen ließ es nicht zu, über anderes als die Freiheit nachzudenken. Dies war auch eine Art Schutzmechanismus. Wenn man eine Sache verbissen anstrebt, kann man alle anderen Dinge erstmal ignorieren. Wie eben die, dass dein Gegenüber genauso ist wie du selbst und du gerade dabei bist, seine Freiheit mit Füßen zu treten. Erst am Ende merkte Eren, dass es nun keinen nächsten Morgen mehr geben wird, an dem er Mikasa sieht. Und deshalb brach er zusammen, weil er weiß, dass Armins These richtig ist. Die kleinen Dinge machen das Leben lebenswert. Nicht die großen Träume, von denen wir glauben, dass sie uns frei machen. Und dass die Titanen eigentlich aus einem Ding aus dem Weltall entstanden sind, spielt überhaupt keine Rolle. Warum es die Titanen gibt und woher sie kommen, war nie wichtiger Bestandteil für die Message dieser Geschichte. Für mich gibt es der Story nicht wirklich viel mehr oder macht Dinge zunichte. Armins Rede am Ende über das Wertschätzen der kleinen Dinge. Erens Hoffen darauf, dass Mikasa ihm sagt, dass er sie liebt, damit er alles hinter sich lassen kann und mit ihr eine schöne restliche Zeit machen kann. Das, was Eren nach all dem, was er erlebt hat, am Ende haben wollte, war es, mit Mikasa und seinen Freunden Zeit zu verbringen. Das, was er in der ersten Folge schon hatte, was ihn aber nicht gereicht hat. Bei all der Trauer schafft es der Attack on Titan aber trotzdem einen positiven Effekt zu erzielen. Denn Levi ist endlich am Ende seiner Reise angekommen und er zeigt uns endlich, dass auch er sein Herz geopfert hat. Zu sehen, wie er all seine alten Kameraden sieht, wie wir es schon bei Erwin gesehen haben, war ein unglaublich starker Moment. Ich glaube, wenn Attack on Titan Fans sich bei einer Sache einig sind, dann die, dass Levi von Anfang bis Ende ein absoluter makelloser Charakter ist. Mit was lässt uns Isayama-Sensei also hier zurück? Eren ebnete den Weg und öffnete eine Welt, in der sie sich nicht bekriegen, sondern reden können. Die Armin-Fraktion soll dabei der erste Baustein sein. Das soll uns Zuschauer zeigen, dass wir uns alle verstehen können. Denn nach dieser ganzen Geschichte von all diesen Charakteren sollten sie sich alle gegenseitig hassen. Doch sie kämpfen hier zusammen für eine bessere Zukunft, weil sie die Hölle hinter der Hölle gesehen haben. Wissen sie, dass die Menschen sich einander durchaus verstehen können. Armin sagte sogar am Ende, dass sie allen auf der Welt ihre Geschichte erzählen wollen, um die Menschen zu vereinen. Dabei spricht er direkt zum Zuschauer. Wir haben nun die gesamte Geschichte gesehen und können einen Reiner verstehen, so wie wir eine Annie oder einen John verstehen können. Somit sollten wir zu dem Schluss kommen, dass wir, wenn wir unseren Gegenüber aufrichtig verstehen wollen, ihn verstehen können. Doch wir sehen, dass die Welt von Attack on Titan Jahre später immer noch im Blut getränkt ist und immer noch Krieg herrscht. Damit hält Isayama uns, wie er schon oft getan hat, einen direkten Spiegel vor das Gesicht. Auch wenn der Fluch der Titanen gebrochen ist, bekriegen sich die Menschen immer noch. Diese Welt ohne Titan ist nun ähnlicher zu unserer eigenen, als uns lieb ist. Damit sagt er uns, dass die Geschichte dazu verdammt ist, sich immer wieder und wieder zu wiederholen. Aber dies ist keine negative Message, da er uns eben damit mitteilt, dass du einen Unterschied machen kannst. Du kannst ändern, dass sich die Welt weiterhin so bewegt. Deshalb sehen wir auch das Kind am Ende, was den Baum von Eren aufsucht. Man kann nicht verhindern, dass das Kind einmal in den Wald geht. Der Wald steht hier metaphorisch mal wieder für den Hass. Jeder Mensch wird irgendwann mit Hass
konfrontiert werden und muss diesen erleben. Denn obwohl diese Welt so schön ist, ist sie auch so schrecklich. Doch der Junge kann genauso wie die Menschen vor ihm die Wahl treffen, nicht im Wald oder eben Hass zu verfallen. Es geht nicht darum, dass der Titanflug hier wieder von vorne beginnt, sondern darum, um zu symbolisieren, dass man selbst die Wahl hat, den Kreislauf des Hasses zu brechen. Isayama hätte die Geschichte damit enden lassen können, dass Armin alle zum Frieden bewegt und sich die Menschen alle für immer verstehen. Er entschied sich aber hier für den Weg, die Welt realistisch zu halten, wie eben unsere. Um uns die Message mitzugeben, dass Krieg nicht für immer sein muss. Und wir die Möglichkeit haben, jeden Tag ein bisschen mehr die Welt in die richtige Richtung zu drücken. Während wir versuchen, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, werden wir unweigerlich immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert werden. Das spiegelt die zerstörte Welt von Attack on Titan am Ende wieder. Der Baum spiegelt das ebenfalls wieder. Es wird immer ein Baum und ein Kind geben, was mit diesem in Kontakt kommen wird. Es wird eben immer ein Kind geben, das mit Hass konfrontiert wird. Aber durch die Ereignisse der Vergangenheit stellt sich hier die Frage, ob das Kind wieder so wie das vorherige handeln wird oder ob es einen anderen Weg einschlagen wird. Das ist die Magie des offenen Ende von Attack on Titan. Wie schon die gesamte Serie liefert auch das Ende und das Ende von Eren Jäger kein Happy End, sondern wirft hier Fragen auf. Über den freien Willen, das vorbestimmte Schicksal, dem Verfolgen von Idealen, dem Dilemma, dass sein eigener Traum sich limitiert und verschlingt und wann wir als Menschen uns endlich verstehen können. Ich kann niemanden, der das Ende oder Eren Jäger nicht mag, davon überzeugen, es jetzt zu tun. Doch ich denke, dass dieses Ende mit der Zeit wachsen wird und wir darauf sehr stark zurückblicken werden. Vieles ist zwischen den Zeilen und vage geschrieben. Ich glaube, Attack on Titan ist ein Werk, was mit so vielen Leuten eine Verbindung aufbauen konnte, da jeder eine eigene Wahrnehmung der Geschichte hat. In der heutigen Landschaft von verschiedenen Medien wie Filmen, Serien oder eben Anime müssen wir immer alles bis ins kleinste Detail verstehen und Antworten bekommen. Doch ich finde, die Geschichten, die mir mehr Fragen über mich selbst als Person dalassen, haben einen wirklich langfristigen Einfluss auf mich als Person. Und aus diesem Grund ist Attack on Titan für mich persönlich die beste Geschichte, die ich jemals erlebt habe. Kein Werk hat mich im Erwachsenenalter so tief berührt und fasziniert wie Attack on Titan. Und dafür kann ich nur sagen, danke Hajime Isayama für diese Story, die uns mit grausamer, nackter Brutalität die Fehler der Menschheit aufzeigt. Uns aber dennoch mit einer positiven Note zurücklässt, es besser als unsere Vorgänger zu machen.